Jo Leute, was geht? Mein Name ist Joel, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, Leute, zeige ich euch mal meinen Spind in Brawl Stars. Da sich bestimmt sehr viele von euch gefragt haben, wie mein Spind ist und so weiter. Ich dachte mir einfach so, ja, okay, ich zeige euch heute mal meinen Spind. Und ja, Leute, wie ihr so, hier schon sehen könnt, habe ich Sprout. Ich zeige euch erstmal hier. Auf jeden Fall meiste Trophäen 80.261 und meiste Powerplay-Punkte 384. Ihr könnt das ja alles schon sehen. Ich habe mir auf jeden Fall den Brawl Pass gegönnt, deswegen kann ich mir auch diese Namen so machen. Auf jeden Fall, ich habe fast alle Profilbilder außer Crow und das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, Leute, ich habe fast alle Profilbilder und ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal hier zu unserem Brawlern. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, habe ich Bull am höchsten. Ich hatte eigentlich Leon, warte. Leon auf Rang 23, aber wegen Season Ende habe ich heute mit dem verloren. Es war auch wirklich schwer, Leute, weil alle sind auf mich irgendwie draufgegangen. Und ja, Leute, ich zeige euch mal ganz kurz meine Brawler. Mr. P habe ich jetzt auch bekommen. Ich freue mich voll, dass ich den bekommen habe, weil ich bin der echte Mr. P. Ja, Leute, ich zeige euch hier mal meinen Brawler. Ja, Leute, auf jeden Fall, das waren meine ganzen Brawler. Wie ihr sehen könnt, habe ich nur noch 4 Brawler, die ich auf Rang 20 machen muss, weil ich will alle auf Rang 20 machen. Tick, weiß noch nicht ganz genau, ob ich den schaffen werde, aber ja. Auf jeden Fall, der einzige Brawler, wie gesagt, fehlt mir nur noch Crow. Und ja, Leute, das waren auf jeden Fall meine Brawler. Hier ist der Brawl Pass. Warte, ich gehe mal ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Super Ranger Brock habe ich schon alles hier. Ich habe den ganzen Brawl Pass schon fertig. Es war eigentlich voll einfach, Leute, deswegen... Falls ihr euch Stufen oder so kauft, macht es nicht, macht einfach die Quest, ihr werdet schnell fertig. Ja, hier ist auf jeden Fall mein Shop. Ich habe heute einfach die Star Power von Sandy eigentlich im Shop, aber ich habe die einfach durch diese Gratisbox irgendwie gezogen. Genau diese Star Power. Ja, diese Skins habe ich jetzt alle nicht. Ich wollte mir eigentlich Böser Genie holen, aber ja, keine Ahnung. Ich habe ja halt nicht so viel Gems und so ja, Juwelen meine ich. Ja. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir mal zu meinen Freunden und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das ist mein QR-Code. Ihr könnt mich adden, wenn ihr wollt. Und hier sind halt verschiedene Freunde von mir und so weiter und so fort. Leute, ich habe jetzt auch einen Club mit Brawl of Breezy. Deswegen abonniert den auch mal gerne. Link in der Videobeschreibung zu seinem Kanal. Und ja, Leute, ich will mal sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal unseren Club. Ihr könnt gerne reinkommen. Ich werde ihn vielleicht auch euch verlinken in der Videobeschreibung. Klickt einfach nur drauf und dann könnt ihr schon reinkommen. Unser Club heißt Die Gärtner. Ihr könnt es eigentlich auch einfach schreiben. Warte. Die Gärtner. Guck, Leute, wir sind einfach schon Platz 4. Ich weiß nicht, warum wir nicht Platz 1 sind, weil wir haben gerade am meisten Trophäen. Leute, deswegen danke für euer Support und so weiter. Und ja, Leute, das war unser Club. Und jetzt zeige ich euch schon ein bisschen mal meine Skins. Vom Bull habe ich diesen Skin geholt. Und diesen konnte man ja gratis bekommen. Hier ist der normale. Tara habe ich mir auch den geholt, weil ich fand den einfach voll cool. Von Mr. P habe ich den noch nicht, weil Leute, es ist immer so. Immer wenn ich irgendeinen Brawler mit 30 Gems oder so kaufe, dann kommt am nächsten Tag direkt Agent P, also der Skin von Mr. P im Shop. Ich verstehe es also einfach nicht. Brawler, was ist los mit dir? Okay, jetzt kommen wir zu Max. Bei Penny habe ich keinen Skin. Wir kommen jetzt zu Max. Ich habe diesen normalen Max und diesen Max. Ja, diesen Max finde ich eigentlich auch voll cool, aber ich spiele öfter auch mit dem, weil ich finde den nun rot eigentlich schon geil. Jetzt kommen wir zu Shelly. Ich habe, das ist der einzige Skin, den ich von Shelly habe. Ja, ich bekomme halt jetzt nicht so viele Shelly Skins. Das ist der einzige, ja, ich habe keinen El Primo Skin. Hier ist Nita, das ist der einzige Skin auch, den ich habe. Ja, das ist die normale. Ich habe auch Sandy Skin. Ich habe diesen geholt. Und hier ist der normale. Und jo. Hier ist dieser Jesse Skin, den konnte man auch gratis bekommen. Danke, Brawlers. Ich finde das Skin voll geil. Spike habe ich keinen Skin. Daryl eigentlich auch nicht. Aber ich habe von Gale diesen Skin. Von Brawl Pass hat man den bekommen, wenn man sich den gegönnt hat. Und Rico habe ich auch diesen Skin. Ich habe jetzt nicht so viele Skins, Leute. Deswegen spult einfach ein bisschen vor, wenn es schon langweilig ist. Diese Ems habe ich mir einfach aus Versehen geholt. Ich wollte mir die gar nicht holen, weil ich mag die gar nicht so. Ja, und hier habe ich, ich wollte gerade Barley sagen.
Ja, hier ist der normale und hier ist der Rockstar Cold und hier ist der gesetzloser Cold. Den feiere ich eigentlich auch voll cool. Den haben auch die meisten Leute bestimmt. Aber den, ja, den feiere ich eigentlich auch. Okay, Pam habe ich jetzt nichts, weil ja. Okay, jetzt kommen wir zu Barley. Bei Barley habe ich wirklich viele Skins. Ich habe so 4 oder 5, keine Ahnung. Ich habe diesen roten Magier Barley. Ich spiele mit dem wirklich jedes Mal. Ich spiele nicht mit den anderen Skins, die ich euch jetzt zeige. Ich spiele wirklich immer mit roten Magier Barley. Okay, jetzt kommen wir mal zu den anderen Skins. Der Magier Barley, den bekommt man, wenn man Supercell-ID macht. Ja, bruh. Ich habe noch diesen goldenen Barley und das ist der normale Barley. Und hier bei Brock habe ich diesen Super Ranger Brock, wie ihr gesehen habt, der ist bei dem neuen Brawl Pass. Yo. Ich dance, dance, ich mache ein bisschen Dancen. Okay. Und bei Search habe ich auch schon diesen Skin wegen dem Brawl Pass. Und ja, das waren eigentlich auch schon meine Skins so. Ja, das waren eigentlich auch schon meine Skins. Ich weiß jetzt nicht, was ich euch noch so zeigen soll. Ah ja, meine Einstellungen. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt hier meine Einstellungen. Ja, ich habe kurz Musik und Soundeffekt ausgeschaltet, damit ihr mich besser hören könnt. Hier habe ich, ja, das sind halt meine Einstellungen. Ist nichts interessant. Hier oben könnt ihr alles sehen. Und ja, Leute, auf jeden Fall, ich glaube, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Schaut bei meinem Instagram, wie gesagt, vorbei. Ich schreibe den euch unten in der Videobeschreibung. Oder ich kann es auch einfach jetzt sagen. Der heißt It's Yon Big C. Ja, Leute, schaut einfach in der Videobeschreibung, wie ich auf Instagram heiße. Und ja, Leute, dann könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, Leute, ich hoffe wirklich, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt probieren, mehrere Videos zu machen. Ich werde gleich noch eins drehen. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, ciao, bis zum nächsten Video.